Am Golf von Bengalen, in einem der größten Flussdeltas der Welt, liegen die Sundarbans. Riesige Mangrovensümpfe, eine abgeschiedene Region mit reicher Tier- und Pflanzenwelt. Die Menschen hier pflegen eine ganz besondere Art des Fischens. Sie bedienen sich tierischer Helfer, dressierter Fischotter. Begierig warten diese auf ihren Einsatz in Freiheit, denn sie haben Hunger und Fisch ist ihre Hauptnahrung. Täglich fressen sie 750 bis 1500 Gramm Fisch. Mit ihren langen Tasthaaren am Maul nehmen sie jede Bewegung im Wasser wahr. So können die Wassermarder Fische und andere Beutetiere aufspüren. Diese hier sind bereits als junge Otter von ihren Familien getrennt und von den Fischern dressiert worden. Ihre Aufgabe ist es, die Fische unter Wasser zu jagen und so in die Fischernetze zu treiben. Fressen dürfen sie den Fisch während des Fangens natürlich nicht. Ihnen das abzugewöhnen, macht die Kunst der Zähmung aus. Außerdem sind sie vor dem Einsatz nochmal gefüttert worden. Endlich ist es soweit. An einer langen Leine werden die Otter einer nach dem anderen ins Wasser gelassen. Sie haben genug Spielraum, um auch die umliegenden Sandbänke zu erkunden. Gemeinsam sondieren sie die Fanggründe und treiben Fisch und Schrimps in die ausgelegten Fischernetze. Für die Menschen hier sind die Fischotter mehr als nur nützliche Helfer. Ich mag die Otter, sie sind meine Freunde. Sie bringen die Fische zu uns und wir verkaufen sie, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das ist nicht immer einfach. Ob die Netze gut gefüllt sind, hängt auch von der Tagesform von Mensch und Tier ab. Seit Jahrhunderten hat das Fischen mit dressierten Ottern in Bangladesch wie auch in anderen asiatischen Ländern Tradition. Ihren Ursprung hat diese Fangmethode wahrscheinlich in China, aber auch in Skandinavien ist sie bekannt. Erst bei Sonnenuntergang heißt es für die Otter, zurück in den Holzkäfig. Hier warten sie ungeduldig auf ihren nächsten Einsatz als Gehilfen beim Fischfang.